Hallo, liebe Deutschlerner. Dies ist mein zweites Video über mich und meine Biografie, weil ihr mich darum gebeten habt. Viel Spaß. Also, in dem letzten Video habe ich erzählt, wie meine Kindheit war, ja, wo ich meine Kindheit verbracht habe, in Rövershagen und in Berlin. Und danach habe ich studiert an der Freien Universität Berlin, eine tolle Universität, kann ich nur empfehlen. Deutschland hat viele tolle Universitäten. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, nach Heidelberg zu gehen. Heidelberg ist eine sehr schöne Stadt und Heidelberg hat auch eine gute Universität. Und ich habe Mathematik studiert. Ja, ich bin sehr begeistert von der Mathematik, aber am Ende war es mir nicht kreativ genug. Und deswegen mache ich jetzt dies. Und deswegen bringe ich jetzt Leuten Deutsch bei und mache diese Vlogs, weil mir die Kreativität, dieser kreative Aspekt gefehlt hat. Ich meine, Mathematik kann auch sehr kreativ sein, aber für mich war es dann doch zu abstrakt. Und mein Nebenfach war Informatik und deswegen weiß ich viel über Programmiersprachen und so weiter. Und das hilft mir heutzutage enorm, die Webseite instand zu halten und sicherzustellen, dass das alles funktioniert. Ja, das war ein spannendes Studium. Ich habe auch im Ausland studiert. Ich habe in Wien studiert. Wien ist auch eine schöne Stadt. Anders als Berlin, ja, sehr konservativ. Ja, es gibt sehr viele Einrichtungen noch vom Königreich und so, hat auch viele tolle Parks und so. Es ist auch eine interessante Stadt. Es wird sehr kalt im Winter. Im Winter wird es sehr, sehr kalt in Wien. Also geh dort nur hin, wenn dir das nichts ausmacht im Winter. Und ich habe auch ein Praktikum gemacht während meines Studiums in Leonberg. Und Leonberg ist in der Nähe von Stuttgart. Und Leonberg liegt in einem Gebiet Deutschland, also Stuttgart liegt in einem Gebiet Deutschland, das oft als Kalifornien Deutschlands bezeichnet wird. Ja, das Kalifornien Deutschlands. Stuttgart liegt in einem Gebiet, das oft wärmer ist als im Rest. Im Rest Deutschlands, okay? In Stuttgart ist es oft wärmer und auch in Leonberg wird zum Beispiel Wein angebaut und da gibt es auch eine schöne Umgebung und das ist ein echt schöner Ort, ja? Genau, da hatte ich ein Praktikum bei Bosch, auf das ich sehr stolz bin, dass ich das bekommen habe. Ja, Bosch ist eine tolle Firma mit guter Firmenkultur. Das war echt sehr toll, dort zu arbeiten. Das hat sehr Spaß gemacht. Und ja, dann war ich fertig mit meinem Studium. Und ich habe 2 Jahre damit verbracht, ein bisschen nachzuforschen, was ich will und wer ich bin. Und deswegen bin ich auch so begeistert von persönlicher Entwicklung, weil ich wirklich 1 bis 2 Jahre fast Vollzeit damit verbracht habe, mich selbst zu erforschen und es hat mir sehr viel geholfen und deswegen empfehle ich das auch in vielen Videos und gebe Tipps über persönliche Entwicklung. Deswegen ist es ein Thema, von dem ich sehr begeistert bin. Und in dieser Zeit ist mir aufgefallen, dass ich gerne online arbeiten möchte und dass ich gerne Deutsch beibringen möchte. Ja. Einerseits war ich sehr inspiriert von Alberto von Italiano Automatico. Ich habe Italienisch gelernt und so habe ich seinen Kanal gefunden und dachte mir, wow, das ist toll, ich möchte das für die deutsche Sprache machen. Und andererseits wollte ich ein Online-Business haben, ich wollte das online machen, weil ich die Möglichkeit haben wollte, das zu machen, was ich jetzt mache, und zwar um die Welt zu reisen. Ja, ich bin gerade in Thailand und es gefällt mir sehr
Und das ist ein Grund, warum ich angefangen habe, ein Online-Business zu starten. Ja? Ich habe sehr viele Bücher gelesen darüber, wie man eine Sprache unterrichtet, wie man eine Sprache lernt, und habe mich dann daran gemacht, Deutsch beizubringen. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du mit mir kommst auf diese Reise, dass du diesen Vlog verfolgst. Es ist toll, diesen Job zu machen. Ja, es freut mich echt, diesen Job machen zu können. Ja. Und auch vielen Dank an all die Leute, die mich unterstützen, an all meine Kunden, an all meine Förderer. Ihr macht dies möglich. Ja. So bin ich zu Authentic German Learning gekommen. Es war kein gerader Weg, sondern ich habe das mit der Zeit entdeckt. Und jetzt mache ich das schon seit 2 Jahren. Und mittlerweile bin ich recht gut darin geworden, Deutsch beizubringen. Insofern bin ich sehr stolz darauf. Und es wird immer besser. Dieses Jahr werde ich wahrscheinlich meinen ersten Angestellten anstellen. Und dann werde ich noch besseres Material produzieren, noch mehr Material, und du kannst noch besser Deutsch lernen. Ja? Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Video werde ich ein bisschen darüber erzählen, wie ich nach Asien gekommen bin. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.